How many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Mit Musik und Worten gedachten am Antikriegstag rund 200 Teilnehmende der Opfer von Kriegen in Geschichte und Gegenwart. Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Antikriegstag in der DGB-Region Südostniedersachsen fand auf dem Friedhof Jammertal in Salzgitter-Lebenstedt statt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lebendig bleibt, was nie vergessen wird. Das gilt nicht nur für die Opfer, sondern auch für unsere Geschichte. Wir sind es, den Toten, an den Gräbern, an denen wir stehen, schuldig. Wehret den Anfängen. Unser entscheidendes Auftreten gegen Faschismus und Rassismus in diesem Land ist weiterhin dringend gefordert. Glück auf! Das Erinnern beziehe sich dabei nicht nur auf die Vergangenheit, so Johanna Bauer, Vorsitzende der Jugend- und Ausbildungsvertretung von VW. Manche Konflikte sind uns aus den Nachrichten sehr präsent. Andere verschwinden aus unserer Wahrnehmung. Sei es in Nigeria, den Philippinen, Somalia, Pakistan, Myanmar, Mali, im Südsudan, Kolumbien oder auch der sogenannte Drogenkrieg in Mexiko. Friedenspolitik muss global wirken und Gewalt, Leid und Vertreibung auch in den Regionen bekämpfen, die es nicht oder nicht mehr in die Schlagzeilen schaffen. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. So hat es einmal ein guter amerikanischer Präsident gesagt, nämlich John F. Kennedy. Dieses Zitat ist immer noch aktuell und deshalb fordern wir am heutigen Tag eine friedliche und sozial gerechte Welt nach innen und nach außen. Eine Welt möglichst ohne Waffen und ohne Krieg. Wir, und da schließe ich auch meine Generation ausdrücklich mit ein, müssen wissen, dass Frieden und Freiheit, dass Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit sind. Deswegen ist auch das Gedenken am heutigen Tag wichtig und als Auseinandersetzung mit unserer Geschichte unerlässlich. Gedenken ist wichtig, weil wir uns immer wieder bewusst machen müssen, wohin Menschenverachtung, wohin Antisemitismus und Rassismus, wohin schrankenlose Machtgier und Gewaltbereitschaft führen können. Unsere Aufgabe ist es, die Erinnerung an das Leid und die Zerstörung, die der Zweite Weltkrieg und die NS-Gewaltherrschaft, aber generell auch alle Kriege über die Menschen brachten, an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, damit die heilsamen Lehren daraus nie vergessen werden und sich dieser Teil unserer Geschichte wirklich niemals wiederholt. Glück auf, vielen Dank fürs Zuhören. Anja Piel aus dem DGB-Bundesvorstand stellte fest, dass es in diesem Jahr ein besonderer Tag der Erinnerung sei, denn vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Am Anfang dieses verheerenden Krieges stand die Lüge von einem polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz. Diese Lüge fand am 1. September 1939 statt und damit begann der Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen. Der innere und äußere Frieden ist das höchste Gute, was wir haben. Sich dafür einzusetzen, ist eine tägliche Herausforderung. Ich zitiere eine Kollegin von Verdi, das ist vielleicht kein amerikanischer Präsident, aber ihre Worte sind mir heute unter die Haut gezogen. Sie hat heute gesagt, die Welt wird nicht friedlicher durch mehr Rüstung. Die Welt wird friedlicher durch mehr Solidarität. Und dafür gehen wir auf die Straße. Und dafür gehen wir auch nach dem 1. September kämpfen. Vielen Dank.